Das ist wirklich verrückt. Menschliches Leben. 24 Jahre lang eingefroren und jetzt am Leben. Können also Menschen demnächst eingefroren werden und Jahrzehnte, ja Jahrhunderte später aufwachen, wenn zum Beispiel ihre unheilbare Krankheit geheilt werden kann? Der Weltrekord für eingefrorenes menschliches Leben jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Emma Bran Gibson ist ein sehr seltsames Baby. Es wurde als Embryo eingefroren und zwar vor 24 Jahren am 14. Oktober 1992 und am 25. November 2017 kam Emma auf die Welt. Ihre Mutter Tina Gibson, die sie entbunden hat, ist heute 26 Jahre alt. Als Emmas Embryo eingefroren wurde, war sie selbst noch ein Baby. Hä? Wie soll das bitte gehen? Jetzt mal langsam und ganz von vorne. Emmas Geschichte beginnt also im Oktober 1992. Eine anonyme Spenderin erklärt sich bereit, ihre bereits befruchteten Eizellen zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise passiert das, wenn die eigene Familienplanung abgeschlossen ist. Die Embryos entstehen bei der sogenannten In-vitro-Fertilisation. Hier werden im Labor Eizelle und Samenzelle vereinigt. Der Embryo kann dann in die Gebärmutter übertragen werden. In den USA gibt es aber eben auch die Option, den Embryo zunächst einmal einzufrieren. Das alles läuft dann über bestimmte Kliniken, wie beispielsweise dem National Embryo Donation Center im amerikanischen Knoxville in Tennessee. Das Motto: Adoptiere einen Embryo. Laut Website sind dadurch bereits mehr als 680 Kinder geboren worden. Es gibt Schätzungen, nach denen alleine in den USA bis zu 1 Million Embryos eingelagert sind. Sie werden auch als Snow Babies, also Schneebabys, bezeichnet. Eine Chance für Menschen wie die Amerikanerin Tina Gibson und ihren Mann Benjamin, die sich unbedingt Kinder wünschen. Doch er ist an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose erkrankt und das steht ihrem Kinderwunsch im Weg. Das Paar nimmt Pflegekinder auf und denkt über eine Adoption nach. Doch dann erfahren sie von der Möglichkeit, einen Embryo zu adoptieren. Die beiden dachten lange darüber nach, doch dann stand ihre Entscheidung fest. Tina bekam entsprechende Medikamente und es gab viele gründliche Untersuchungen, um festzustellen, ob solch ein Embryonentransfer tatsächlich klappen könnte. Zudem wurde auch die familiäre Situation und das Zuhause der Gibsons sehr genau durchleuchtet, eben um zu schauen, ob ein Kind in diesem Umfeld vernünftig aufwachsen kann, ähnlich wie bei einer gewöhnlichen Adoption. Im März 2017 war es dann soweit. Der Embryo wurde in Tinas Gebärmutter eingesetzt. Die Ärzte erzählen sich die Anekdote, dass sie damals wohl noch Folgendes gesagt hatte: Sie hätte meine beste Freundin sein können. Und tatsächlich, das Schneebaby war im Oktober 1992 gezeugt worden und war somit bereits 24,5 Jahre eingefroren. Vorher hatten Tina und Benjamin aber tatsächlich die Wahl. Aus etwa 300 Profilen unterschiedlicher Embryonen konnten sie auswählen. Dazu Tina: Es ist überwältigend. Es sind so viele. Wonach wählt man aus? Das Paar entschied unter anderem, dass es ein Kind werden sollte, das als Erwachsener nicht besonders groß werden wird, denn auch die beiden sind eher klein. Schließlich wurde Tina dann ein weiblicher Embryo eingepflanzt, deren Profil dem Ehepaar Gibson am besten passte. Mit der Schwangerschaft klappte es dann sofort. Die 9 Monate verliefen relativ unkompliziert. Weltrekord heißt es jetzt überall. Doch tatsächlich ist es gar nicht so einfach möglich, die ältesten bekannten Embryos zu identifizieren, denn die Unternehmen in den USA sind lediglich dazu verpflichtet, das Ergebnis der Schwangerschaft, nicht aber das Alter des Embryos zu melden. In einer Studie von 2011 jedenfalls wird von einem 20 Jahre alten Embryo berichtet. Den Gibson ist das alles total egal. Dazu Tina: Ich wollte bloß ein Baby haben, mir ist es egal, ob es ein Weltrekord ist oder nicht. In Medienberichten heißt es weiter, dass wohl auch Geschwister für Emma möglich seien, denn in der Klinik seien sogar noch weitere Embryos mit genau dieser DNA, also nicht exakt, aber Geschwister-DNA am Start. Aber ist das ein Indiz dafür, dass wir in Zukunft vielleicht Menschen einfrieren und wiederbeleben können? Ich werde demnächst auf jeden Fall darüber berichten. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen informiert werden wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, ewiges Leben möglich. Ja, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.